Abonnenten. Ich bin spät dran für diesen Monat mit dem Abo-Video, aber es gab viel zu tun. Ich möchte dennoch nicht versäumen, euch zu zeigen, was es diesen Monat im Abo gab, im März 2021. Das beste Abo des Jahres, wie ich immer so gern sage, weil wir unsere Diamanteier haben in allen Paketen. Und man sieht hier durch die Verpackung auch schon, wie toll die glänzen. Und zwar gibt es 4 Sorten. Blau, wie gewohnt, unser Piemonteser Haselnuss-Knusper-Nougat. Also das Nougat mit einem französischen Crepe-Stückchen. In Pink haben wir zum einen, also es ist eine Zweierfüllung, so auf der einen Seite ein Himbeermandel-Nougat mit ein bisschen Knisterbrause und auf der anderen Seite die Frischkäsefüllung aus dem letzten Monat, weil ich mag es immer ganz gerne, diese Kombination von Himbeer und Creme. Das passt sehr gut. Also quasi dann auf Deutsch Himbeermandel-Nougat-Knister mit Frischkäsecreme. Auf Englisch wäre es so schön Raspberry and Cream. Ja, gut, aber dann eben auf Deutsch. Auch sehr lecker. In Grün haben wir eine Pistazien-Ganache, die ich ganz fantastisch finde. Auch mit Stückchen drin, mit Pistazienstückchen. Und ich bin so begeistert von der Füllung, dass ich die jetzt auch mit übernommen habe in eine Praline. Ich muss noch Fotos machen. Meine Lieblingsform von Feichlin, die Tango-Form und dann eben mit dieser Ganache. Ich schneide sie euch später vielleicht auch mal ganz kurz auf oder auch jetzt, wenn ich einmal kurz was finde. So, dann kann ich euch die auch mal von innen zeigen. Das ist eben diese Ganache, also eine weiße Ganache mit Sahne und mit selbstgemachter Pistazienpaste, also kein Aroma drin. Die schmeckt wirklich pur nach Pistazie und da ist auch sonst nichts drin. Und dann eben diese Pistazienstücke. Ja, also finde ich unheimlich toll und ja, kommt auf jeden Fall jetzt auch mit ins Standardsortiment. Und als viertes haben wir hier noch unser goldenes Ei, das Erdnusskaramell. Also wie Snickers, nur leckerer. Und ja, ich kann gar nicht oft genug in die Kamera halten. Ich finde es einfach bezaubernd. Die Farben sind einfach toll und diese Diamantoptik. Also ich habe jetzt auch unheimlich viele Eier gemacht. Im mittleren fehlt natürlich dann die Erdnuss. Da haben wir nur die ersten 3 Sorten drin, weil ja 3x3 dann eben nur die 3 Sorten. Genau, viel zu tun mit den Eiern. Ich mache gerade noch mal eine letzte Charge, bin allerdings schon ausverkauft. Also ich habe dann nur noch ganz klitzekleine Reste. Mal gucken, wenn was übrig bleibt, sage ich euch Bescheid. Aber ich denke eher nicht, weil ich werde nicht noch mal am Samstag oder so noch mal anfangen, sondern ich bin dann froh, wenn ich es für dieses Jahr auch hinter mir habe. Es ist ja viel Arbeit, weil die Eier ja 2 halbe Pralinen sind, die zusammengesetzt werden. Das heißt, ich verkaufe 800 Eier, mache aber eigentlich 1600 Pralinen und das ist viel Arbeit. Aber die sind eben auch so wunderschön und so lecker. Also Glückwunsch an alle, die welche erwischt haben und bestellt haben, bevor ich wieder dicht gemacht habe. Als Tafel, ich habe jetzt nur noch quasi einen Ersatzdummy, weil die Tafeln alle weg sind, weil ich, wie gesagt, spät dran bin und ich habe jetzt auch keine mehr übrig. Die sieht dann so aus ungefähr, Glück in Tafeln, ohne Banderole habe ich die jetzt mal. Aber ich habe diesen Monat die 42%ige Esmeraldas Milk genommen, wieder von Original Beans, und die mit den Maldon-Meersalzkristallen verrührt. Ich war ein bisschen ängstlich, dass euch die vielleicht nicht schmecken könnte. Ich hatte ja vorher eine Umfrage gemacht bei Instagram. Es waren 75% dafür. Da habe ich dann gedacht, okay, dann kannst du es wagen. Und ich habe aber auch nur tolle Rückmeldungen bekommen. Und eine Kundin hat sogar noch den Restbestand aufgekauft, den ich noch übrig hatte nach der Produktion. Also freue mich sehr. Und ich fand sie auch sehr lecker, meine Schwester auch. Also es ist mal was anderes. Es ist, vor allen Dingen im ersten Moment, wenn man drauf beißt, schmeckt man das Salz noch nicht. Es ist einfach nur die Schokolade. Und dann lutscht man halt das so ein bisschen und am Ende hat man halt diese kleinen Salzstücke da auf der Zunge. Aber da es eben das Maldon-Meersalz ist, ist es jetzt auch nicht so ätzend wie Jodsalz, sondern eben ein zartes Salz. Und es ist dann eben
wirklich auch keine Süßigkeit mehr in dem Sinne, sondern so ein, zwei Stücke reichen eigentlich, um einen so zufriedenzustellen. Und das habe ich eigentlich auch oft bei der Esmeraldas oder grundsätzlich bei der Original Beans Schokolade. Die ist einfach so gut gemacht, dass man davon auch keine 300 Gramm in sich reinschaufelt, sondern eben wirklich ein, zwei, drei Stücke genießen kann und dann auch wieder aufhören kann. Ich würde euch unheimlich gern auch mal was noch zu Original Beans, zu der Esmeraldas erzählen. Ich wollte auch das Tasting dafür mitmachen am Wochenende. Leider ist das ausgefallen. Aber demnächst gibt es garantiert wieder was mit der Schokolade und dann erzähle ich euch ein bisschen mehr dazu. Auf jeden Fall ist es eben bei Original Beans so, kein Sojalecithin, keine zugesetzte Vanille. Die Verpackung ist biologisch abbaubar und die pflanzen neue Bäume für die verkauften Schokoladen und auch für die Kuvertüren, die ich verarbeite. Und ja, sie schützen halt dann die Umgebung des Projekts. In dem Sinne dann in dem Fall Esmeraldas im Amazonas, glaube ich. Nagelt mich nicht fest. Ich muss mir das nochmal genau anlesen, dann erkläre ich euch das nochmal. Auf jeden Fall genießen mit gutem Gewissen. Für alle und für uns auch selber. Und deswegen benutze ich die einfach wahnsinnig gern. Ganz abgesehen davon, dass sie einfach fantastisch schmeckt, ist meine absolute Lieblings-Vollmilchschokolade. Entschuldigung, ich komme heute aus dem Quatschen nicht mehr raus. Als Snackdose, mittleres und großes Abo, haben wir diesen Monat Mandeln mit Passionsfrucht, weiße Schokolade. Schön fruchtig. Schön sonnig auf der Zunge, sehr lecker. Ich bin noch gespannt zu den Rückmeldungen. Es kam noch nicht so viel Feedback, aber das wird schon. Nächsten Monat gibt es wieder die Dolce Macadamias, versprochen. Und als Goodie im Kleinen und im Großen gab es ganz österlich unseren Hasenlolli. Das war's. Wie gesagt, die Eier. Ich muss die Eier nochmal zeigen. Die wunderschönen Ostereier. Und ja, viel zu tun. Gut geschafft alles. Läuft. Und ja, wollt ihr euch noch irgendwas erzählen? Nö, es gibt eigentlich nichts Neues. Nächste Woche endlich mal Friseur. Nee, ich glaube übernächste Woche. Ich habe sie gerade noch mal ein bisschen hingebogen. Eine neue Brille habe ich auch, aber das wollte ich euch dann zusammen präsentieren. Ja, yep. Also ich wünsche euch schöne Ostern. Lasst euch nicht ärgern von den ganzen Begrenzungen, Corona-Beschränkungen. Ja, esst ein Stück Schokolade, trinkt einen Schluck Kaffee, telefoniert per Video mit euren Freunden und das wird schon irgendwie. Der Sommer kommt auch bald, dann können wir uns wieder in den Garten setzen und legen. Und ja, also bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und bis nächsten Monat. Dann wieder pünktlich. Tschüss!